Und damit ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Horizon Zero Dawn. Schön, dass ihr einschaltet. Mein Name ist Aldo und wir machen jetzt weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Oh Gott, jetzt müssen wir aufpassen. Ich glaube, oh Gott, da sind ja noch mehr. Wie machen wir das? Wir gehen mal so von links. Ja, komm her, komm her, komm her. Oh nein, bitte nicht. So, die greifen den an. Okay. Du Scheiße, der ist ja Dreck über mir. Oh shit. Alter Schwede, was mach ich jetzt? Oh nein. Ja, verkackt würde ich mal sagen, ne? Tja, das war's. Perfekt. Tschüss! Hab schon gesagt, sag tschüss. Ey, 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 nicht einfrieren hier. Was ist los? Verschüttete Maschine, ja. Wo? Achso. Alles mitnehmen. Dann schnell weg hier. So, weiter geht's. Gibt's einen Schneesturm? Ja.
Eieieiei. Okay. Ich bin Stufe aufgestiegen, ne? So, was haben wir hier? Ach du Scheiße. Ist das unser Bossfight, letzter Gegner? Sturmvogel. Sturmvogel. Ach du Kacke. Sehr wenige fliegende Maschinen mit einer großen Auswahl von schockbasierten Luftbodenangriff. Schwäche keiner. Ja, toll. Das Abriss, Feuer, Eis, Abriss. Stimmt. Alter, der ist richtig schnell. Der stirbt gar nicht. Hallo? Ich muss irgendwie seine Waffen loswerden. Wo ist er? Falls er hier kommt. Bruchlandung.
renne. Wasser. Alter. Oh, geil, Mann. Das war sehr, sehr nice. Stopp, das war's, ne? Gucken. Oh ja. Hier fehlt noch ein Tier. Hä? Haben wir den nicht gescannt? Nein. Wir haben vergessen. Scheiße. Scheiße. Tja, haben wir verkackt. Sehen wir die nochmal? Hm. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Dreifache Pfeil. Erhöht die maximale Dauer von Konzentration. Hm. So. Dreifach Schuss. Ist das? Hm. Oh, was ist denn hier los?
Hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Okay. Und warum ein Stück weit? Nicht weitergegangen? Wahrscheinlich ist ja andere Gegner. Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Ah ja. Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Nicht runtergucken. Nicht gucken. So, Bunker der Gaia Prime. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Oh, ist das eine Waffe? Ja. Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein. Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. Mhm. Gaia sagte, dass wir sie reparieren könnten, aber bei dieser Verwüstung, wie soll das gehen? Sie sagte, die Reparatur darf erst stattfinden, wenn Hades zerstört ist. Ich stimme zu. Wenn das Terraforming-System wieder läuft, könnte Hades es als Waffe einsetzen. Durch Gaias Opfer musste er sich Wege suchen, die für ihn weniger bequem sind. Aber geht das überhaupt? Ein Wiederaufbau von Gaia? Du weißt, wozu die Brutstätten fähig sind. Dass sie alle Technologien erzeugen können, um Maschinen zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip müsste es ihnen möglich sein, Technologien zu erzeugen, um Gaia zu reparieren. Aber das dauert Jahre. Und uns bleiben nur noch einige wenige Stunden. Mhm. Du hast hier wohl viel Zeit verbracht. Vor 19 Jahren zerstörte eine Explosion diesen Berg. Gaias Tod, deine Geburt. Das Echo war bis ins Anrecht zu hören. Asche verdunkelte den Himmel. Wie ängstlich sie in Meridian versuchten, das Omen zu deuten. Der Krater brannte wochenlang, aber danach war ich unter den Ersten, die hineinsahen. Mit der Zeit kamen die Maschinen, um ihn zu beschützen. Praktisch. Bald wagte sich niemand mehr her. Außer mir. Ich dachte, dieses Mal wärst du wirklich hier. Körperlich hier. Warum? Meine Anwesenheit ist unnötig. Du kommst auch ohne meine Hilfe durch die Tür. Du wurdest dafür geboren, nicht ich. Okay. Es wird Zeit reinzugehen. Ja. Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen. Alles hängt jetzt von dir ab. Genetische Identität bestätigt. Mhm. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Ja, mach ich. Da muss ich hin, aber ich schaue mich erstmal hier um. Aha. Ankunftsprotokollierung Shen Mago. Willkommen in der Eishölle. Bevölkerungszahl
10. 11, wenn man Gaia mitzählt. Zähl deine Hühnerembryos nicht, bevor sie ausgebrütet sind, Schätzchen. Wir haben sie noch nicht angeschmissen. Es wird noch dauern, bis du dein Omelett essen kannst. Ich bin Veganerin, Travis. Man sollte denken, dass dir das in der langen Zeit in der Geheimbasis mal aufgefallen ist. Eigentlich sollten wir erst in 3 Wochen hier einziehen. Ist dir klar, dass ich gerade 350 Kilo Schundliteratur im Transit verloren habe? Moment mal, physische Medien? Warum hast du sie nicht digitalisiert? Nichts geht über das Gefühl, physische Medien in den Händen zu halten. Und hier drin werden wir nicht allzu viel anderes berühren. Ich wollte mir die Zeit damit vertreiben, sie zu aktivieren. Was ist mit dir? Mit mir? Ich werde wohl arbeiten. Meine Aufgaben werden mich gut 3 Jahre lang beschäftigen. Da ist noch viel Feinschliff nötig. Und danach, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das wirst du noch. Bist wie alt? 30? Dann wirst du wohl hier am Ende das Licht ausmachen. Stoff zum Nachdenken. Was, Veganerin? Du wirst mich noch ewig nerven. Nein, nicht ewig. Nur den Rest deines Lebens. Okay. Pass auf, wo du hintrittst. Ja. So. Ist das riesig hier. Müssen wir jetzt bis nach unten oder was? Das soll wohl mein Weg hinüber sein. So, ich muss da hin. War ich hier? Nein. Ich finde immer mehr Energiezellen. Wozu sind die gut? I don't know. Okay. Dann gehen wir mal nach unten. Nach, Aloy. Ja. Keine Ahnung. Was soll ich denn da machen? Springen? Okay. Klar. Na los, spring doch da hin. So.
Wir sind richtig. Das wäre geschafft. Was passiert, wenn wir nach oben gehen? Gibt es einen Weg? Oh ja. Ah, da müssen wir auch hin, ne? Aber ich gehe nach unten. Aua. Um zu schauen. Vielleicht den Schacht hinauf. Aha, Kiste. Gibt's hier noch was? Nein. Okay. Dann machen wir jetzt weiter. So. Hier müssen sie gelebt haben. Es ist nicht viel übrig. Einst war dies alles von Stein und Metall umschlossen. Mhm. Auch nichts. Aha, da haben wir was. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist... Ich sehe die Zahlen, aber ich kann die Uhrzeit nicht erkennen. Ich habe geträumt. Ich hielt eine Vorlesung in der Q-Hall. Etwas über Schamanismus. Ich weiß nicht. Die Zuhörer waren verschwommene Schatten unter offenem Himmel. Ich sagte ihnen, die Welt würde mit einem Knall enden. Einer Roboterplage. Aber die letzten Menschen... Wir endeten nicht mit einem Wimmern, sondern... einem Flüstern. Also in Höhlen. Wir enden, wo wir angefangen haben, versammelt um ein flackerndes Leuchten. Die Staatsoberhäupter, wichtige Persönlichkeiten, die Anführer und Lotteriegewinner, alle verborgen in ihren kleinen Verstecken. Manche glauben, sie werden überleben. Irgendwie. Oder Elysium. Oder wir hier in Gaia Prime. Es macht keinen Unterschied. Eine Vielzahl winziger Gesellschaften, die sich etablieren, auflodern und sterben. Einige werden wunderbar sein, andere schrecklich. Und eine von ihnen hat eine Bedeutung. Kurzlebige Zivilisationen. Ein letztes Luftholen, bevor der Atem angehalten wird. Bevor ich aufwache, weiß ich, dass mein Publikum weg ist. Ich rede mit mir selbst. Zu einem stillen Planeten, einem Ödland. Es gibt nur Gaia und ihren langen, langen Traum. Ich hoffe, sie fühlt sich nicht einsam. Okay, hier ist noch einer. Die Evakuierung ging so schnell. Es blieb keine Zeit, alles zu durchdenken. Keine Zeit, Abschied zu nehmen. Es gab lange Schlangen in der medizinischen Abteilung. Ich sagte Tom Peck, ich wäre bei ihm, wenn er unters Messer kommt. Aber da war diese letzte Ladung von Paradiseide-Zygoten, die ich noch fertig machen konnte, wenn ich mich beeilte. Ich bin immer noch wütend, dass er mich zwang zu wählen. Wütend auf mich selbst, weil... Tja, er starb allein. Und die verdammten Paradiesvögel konnte ich auch nicht retten. Jetzt bleibt mir alle Zeit der Welt, um nachzudenken. Gaia Prime ist versiegelt. Das Elysium ist versiegelt. Alle sind sicher. Es ist nur wenige... Das Elysium ist versiegelt. Alle sind sicher. Es ist nur wenige Meilen weit weg, aber es könnte ebenso gut am anderen Ende der Galaxie sein. Die Betas und Gammas und das Betreuungspersonal. Sie leben ihr Leben. Wenn ich kein Alpha wäre, wenn es anders gelaufen wäre, könnte ich dort sein. Stattdessen verbringe ich den Rest dieses unnatürlichen Lebens hier. Mit Leuten, die ich nicht mal mag. Tja. Und mit den Menschen, mit denen ich gerne mein Leben geteilt hätte. Wenn es möglich gewesen wäre.
Vor 2 Stunden habe ich die letzten ausführbaren Programme abgesegnet. Und jetzt bin ich schon verbittert und meckere in diesem Fokus. Darüber sollten zukünftige Generationen mal nachdenken. Alles klar. So. Ich würde mal sagen, gehen wir mal hier weiter. Tagebücher. Elisabeths Tagebücher. Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Okay. Datei beschädigt. Abbau wird durchgeführt. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Mhm. Okay. Liebe Freunde, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mit dieser Folge hier Schluss. Und in der nächsten Folge geht es natürlich weiter. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.